Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem iPhone drucken könnt. Recht einfach aufgebaut. Wichtig ist zu beachten, dass ihr nur drucken könnt, wenn ihr im gleichen IP-Netzwerk wie der Drucker seid. Das heißt, wenn ihr getrennte Netzwerke habt, kann er den Drucker leider nicht finden. Wir fangen an. Wir öffnen zunächst einfach ein Dokument. Ich habe jetzt einfach hier mal ein Testdokument erstellt. Und ihr habt unten links diesen Kasten mit dem Pfeil nach oben. Das ist ja der Share-Button. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Sieht man ja, man kann ja wischen, je nachdem, was für Programme man installiert hat. Aber unser Punkt ist jetzt in dem Fall Drucken. Dort gehen wir einmal drauf. Und nun erkennt er im Netzwerk alle AirPrint-fähigen Drucker. Genau das ist noch eine wichtige Sache. Es muss AirPrint-fähig sein. Ihr könnt gegebenenfalls auch so drucken, wenn ihr zum Beispiel eine App vom jeweiligen Drucker habt, falls ihr keinen AirPrint hat. Aber die meisten heutzutage haben ganz normal AirPrint. Dann könnt ihr die Anzahl der Kopien ändern. Hier könnt ihr die Drucker auswählen. Er findet natürlich nur einen, weil er nur einen im Netzwerk hat. Dann könnt ihr ganz normal Farbe Schwarz-Weiß einstellen. Ihr müsst mal gucken, wenn ihr jetzt einen Großraumkopierer habt, zum Beispiel mit Lochen, Heften und so ein Kram, ob diese Teile auch drin stehen. Das konnte ich leider noch nicht ausprobieren, ob das überhaupt möglich ist. Gegebenenfalls testet ihr es einfach mal. Genau. Wenn ihr dann den AirPrint-fähigen Drucker gefunden habt, könnt ihr den auswählen. Ihr könnt hier nämlich auch nochmal auf Info gehen und könnt dann auch die Füllstände der Patronen herausfinden. Sieht man dann hier schön. Und wenn ihr im Drucker auch noch eingestellt habt, dass zum Beispiel im Ort steht, Büro, was auch immer, zeigt er das dann auch an. Und je nachdem, was halt für ein Endgerät ist, kann er auch noch mehr anzeigen. Meistens, wenn es jetzt zum Beispiel so größere sind wie Canon, Kyocera oder ähnliches, die haben meistens auch schon AirPrint. Aber ihr müsst halt wichtig beachten, dass die im gleichen Netz sind, weil sonst könnt ihr lange im WLAN nach Druckern suchen. Das wird leider nicht funktionieren. Ja, das war es an sich schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!